Hallo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen an Tag 2 unserer Schottlandreise. Ja, ihr seht, Wetter ist noch stabil, aber wie ihr auch seht, können wir ohne Mückennetz einfach gar nichts mehr machen. Hände sind schon ordentlich zerstochen, die Mitschis greifen uns pausenlos an. Deswegen haben wir jetzt erstmal ein bisschen Feuer gemacht und es gibt Kaffee. Ja, gestern mit dem Flugzeug hier angekommen in Schottland. Dann sind wir von Edinburgh nach Blair Athol mit dem Zug gefahren und von da losgelaufen. Wir haben gestern nicht mehr so viel gemacht, 7,5 Kilometer. Und heute ziehen wir mal weiter. Wir ziehen, wenn ihr hinter mir guckt, in die Gegend da hinten, querfeldein. Es gibt natürlich auch noch einen Wanderpfad vorne, aber wir wollten halt abseits der Wege, das hatten wir ja schon angekündigt. Und deswegen geht es heute ein bisschen querfeldein und gucken mal, was der Tag so bringt. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Aber jetzt erstmal Kaffee. So, Frühstück geht an den Start. Porridge muss noch ein bisschen aufquellen. Im Schwager gibt es heute Morgen Müsli. Aber beide sind mit Kaffee am Start. Und jetzt mal, schaut euch mal bitte diesen herrlichen Sonnenaufgang da hinten an. Das wird großartig. Und es klart auf. Das heißt, wir haben vielleicht Glück und die Mücken verpissen sich noch ein bisschen. Das Aluminium, das würde ich schon nicht merken. Oder ich mein Top ist auch Alu, aber das beschichtet, ne? Da hat so ein Teflon innen drin. Gut, die ist wahrscheinlich auch problematisch. Schwager nutzt einen Naturschwamm. Vorsicht, Naturschwamm kommt im Meer vor und ist geschützt. Nicht, dass ich hier rechtliche Konsequenzen erwarten muss. So, vor ungefähr einer halben Stunde haben wir den Tilt River Pfad verlassen und sind querfeld eingelaufen, folgen so einer kleinen Ziegenfußspur. Schwager und ich stehen hier in einer absolut grandiosen Aussicht. Ihr seht die Highlights hinter uns, um uns herum, einfach großartig. So, 3 Stunden querfeldein. Wir laufen immer noch auf den mittleren Punkt zu und folgen so einem lustigen Tierpfad, der uns quer durch die Einöde führt. Aber erstmal was zu snacken, Pause machen. So, bevor es jetzt in Angriff auf den Moloch da hinten geht, füllt der Schwager nochmal die Wasservorräte auf mit dem Filter und dann kann es losgehen. Wir laufen jetzt noch hier den Fluss entlang und dann hinten seht ihr in der Falte nach oben und dann sind wir schon fast in der Hochebene. Was für einen Filter benutzt du da, Thomas? Kohlfaserfilter. Marke, keine Ahnung. Sieht so ein bisschen aus, als wenn er Pipi macht, aber effektives Teil. Oh ja, Mini-Nachbau. So ein Mini-Nachbau. So. Ja. Wobei man wahrscheinlich sagen könnte, wenn die Schafe nicht irgendwo hinscheißen würden, könnte man wahrscheinlich hier direkt draus trinken. Ne? Das ist echt super klares Wasser hier. Ich kann es überhaupt trinken. Ja, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellanschüssel und so weiter. Wer übrigens bis jetzt noch nicht den Kanal abonniert hat, sollte das vielleicht mal machen. Dann verpasst er auch nichts von der weiteren Serie. Nur so am Rand. Leute, schaut euch mal hier die Mauer an. Findet ihr immer wieder hier in den Highlands irgendwelche Claim- oder Grundstücksabgrenzungen. Mein Schwager hat gerade schon zu Recht gesagt, wenn der Leibeigene gewusst hätte, dass es heute Maschendrahtzaun gibt, ob er dann tatsächlich diese Tausende von Steinen aufgeschaufelt hätte. Aber ihr seht, mittendrin, ne? Mittendrin taucht auch einmal eine Mauer auf mit Durchgang, wo die Schafe sich durchquellen und wir sind fast am Fuße unseres Überquerungsziels und weiter geht's.
Ja, Leute, ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen, aber da oben ist der ganze Hang voll wilder Hirsche, bis zur Hälfte. Seht ihr das? Links vom Schwager, den Hang hoch. Das ist der Wahnsinn, das sind gewiss 200 Tiere. Absoluter Hammer. So, damit auch niemand sagt, wir hätten die Hirsche erfunden, die da oben sind. Hier ist ganz frische Hirschscheiße. Freunde. Da oben. Wir sind jetzt übrigens hier gleich am Fuße des Endgegners für heute und dann geht's weiter. So, wir halten mal kurz fest, ihr hört's. Die angesagten Sturmböen. Bläst mir die Kamera raus. Es geht hier gut ab. So, wir hatten ja den Tilt River verlassen heute Morgen und laufen jetzt dem Old Merrick entlang. Merrick? So wie sie Schotten aussprechen. Wir haben auf der Karte entdeckt, es gibt einen See in der Entfernung. Wir gucken mal, ob wir es dahin schaffen, dass wir da runterkommen. Aber ich zeige euch mal schnell einen tollen View. Gebt euch das mal hier. Und wenn ihr da unten die richtige Position entdeckt, wo der kleine Wasserfall war, den ich euch vorhin gezeigt habe, wenn da der richtige Wind, oder Wind aus der richtigen Richtung kommt, dann springt das Wasser von unten nach oben, aber wir warten jetzt mal nicht ab, aber trotzdem geil hier, oder? Und weiter geht's. So, wie ihr gesehen habt, hat die Landschaft gewechselt hier ein bisschen. Jede Menge Torfaufbrüche und jede Menge kleine Flüsschen, kleine Seen. Und immer wieder diese hellen Steine. Und ihr seht hier auch, hier sind diese ganzen Herden durchgelaufen, ne? Aber anhand der Größe, ihr könnt ja mal gucken, also ich halte mal den Stock daneben, das sind nicht nur Rehe oder Rotwild, das müssen auch Hirsche sein. Ja? Und die beobachten uns auch die ganze Zeit, die stehen immer oben auf den Hügeln. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich versuche mal ran zu zoomen ein bisschen. Seht ihr das? Da oben stehen sie und beobachten uns. Ja Freunde, karge Wildnis hier. Seven vs. Wild war gestern. Der Schwager hat Blaubeeren entdeckt. Sind nicht hier aus dem Garten oder aus dem Geschäft, sag mal. Aber genießbar, oder? Wir würden doch so überleben, ne? Wir müssen jetzt nur das Rotwild finden. So Leute, da hinten seht ihr den See, von dem wir eben gesprochen haben. Da müssen wir noch runter und dann entscheiden wir, ob wir rechts vorbeigehen oder links vorbeigehen. Aber rechts ist die wohl bessere Variante. Also, wie ist der Plan? Ich soll es erklären? Ja, natürlich. Also der Plan ist, da hier drüben eine Menge Spalten im Torf sind und die Kraxelei dort sehr anstrengend wäre, dass wir jetzt hier runter gehen, hinten zu dieser grünen Fläche, den Fluss überqueren und dann rechts vom Fluss Richtung See rüber gehen. Okay. Das erscheint im Moment am sinnvollsten. Als schon wieder über das Torf und 2,5 Stunden über Moos, über Sumpf zu kraxeln. Scheint im Moment sinnvoll, ob es wirklich so ist, sieht man erst, wenn man da ist. Also probieren wir es mal. Es ist eine gute Variante, nachdem wir jetzt Stunden über Sumpf und Moos gekrabbelt sind. Warten durch Sumpf. Wir wollen immer noch zum See, wir kämpfen uns immer noch durch Matsch und Sumpf. So, der Wind geht ganz ordentlich, wir sind jetzt hier am See angekommen. Highlights rings um uns herum, eigentlich ganz geil. Aber ich muss sagen, wir sind jetzt gute 4 Stunden nur durch Sumpf und Matsch und Scheiße gelaufen. Also das nimmt ganz schön mit, das sage ich euch. Es gibt
gibt so Momente, wo du einfach an deine körperlichen Grenzen stößt und du sagst, nee, kannst nicht mehr. Die Schultern tun weh, die Füße tun weh, nass, kalt, windig. Ich habe gerade so einen Moment, ich glaube, dass es gleich wieder weggeht, aber was soll ich euch sagen? Gerade faxe ich richtig ab. Das ist richtig gerade. Mir brennt jeder Muskel. Wer schon mal ein bisschen über nassen Sand gelaufen ist oder so, der kann sich vorstellen, wie das ist, 4 Stunden durch Sumpf zu laufen. Und immer reinsinkst und so. Naja, wir gucken mal, dass der Abend noch besser wird. Ich halte euch mal auf. Zelt aufgebaut in Orkanhöhen. Jetzt brauchen wir noch ein paar Steine zum drauflegen, sonst fliegen wir weg. Oh, trotz Sturmböen. Am wunderschönen Spot Zelt 1 und Zelt 2 aufgebaut. Da will ich noch einräumen. Ein bisschen mit Steine beschwert eventuell. Das wird auch wieder was repariert. Aber wir hoffen mal, dass es hält. Heute Nacht sind die Sturmböen noch ein bisschen heavier. Wir werden es sehen. Aber guck mal, die Sonne ist rausgekommen ein bisschen. Geil, oder? Ich will gleich schwimmen gehen. Schwimmen? Ist nur ein bisschen kalt. So, Lager aufgebaut. Jetzt erstmal eine Runde chillen. Schwager geht in den See. Ist mir ein bisschen frisch. Aber ich zeige euch mal den View bei mir aus dem Zelt raus. Herrlich, oder? Einfach der Hammer. So, ein bisschen gegen den Wind gewappnet. Der versucht mich umzuwehen. Und jetzt sage ich euch mal hier, was wir uns heute Abend Feines machen. Bei mir gibt es heute wieder die geilen Jalapeno-Nudeln. Ich habe jetzt noch ein paar Asian-Nudeln mit beigepackt. Einfach, weil ich extrem Hunger habe. Und natürlich Kaffee, in dem wir wahrscheinlich noch einen Schuss Whisky reinmachen werden nachher. Und Schwager gibt es heute? Chili con carne. Oh ja. Und dann gibt es noch Pfefferminztee gleich. Mit Schuss. Und guckt euch mal hier den herrlichen See an. Ist das nice oder was? Hier, unsere Zelte. Einfach nur geil. Das ist Leben, Leute. Auch wenn ich vorhin gejammert habe. Das ist wirklich Leben.